Ladies and Gentlemen, willkommen zum Contra-Turnier Survival. USA Survival, sorry. Der 12. Kandidat haben wir hier. Dieses Mal der Steve TV. Der hier gerade seinen ersten Versuch macht. Einen zweiten Versuch gab es nicht. Hat er nicht gemacht. Genauso wie, das habe ich auch ganz vergessen zu erwähnen, mit dem vorherigen, mit Mark. Der hat auch einen Versuch benutzt und keinen zweiten. Probiert er als Stealth-General vermutlich sich so gut zu verstecken, dass ich seinen Palast nicht finde, weil er seinen Palast sofort tarnen kann, will. Er hat die Radiostation angenommen, er hat sehr viel, er hat ein gutes Einkommen, er hat eine kleine zweite Minibasis, wo ganz viele Geschützstellungen stehen, der Angriff wird gerade eingeleitet, exakt ab 15, wow, also das ist immer eine gute Zeit. Jetzt war die ja echt mal. Jetzt muss ich, kann ich mit der Zeit da gar nicht schimpfen momentan. Ansonsten hier vorne hat er nichts gebaut. Da habe ich noch meine zwei provisorischen Spähdrohnen wieder. Ein paar Panzer sind getarnt. Im Endeffekt bringt einen die ganze Tarnung so gut wie gar nichts. Weil ich greife halt, ja, nonstop an. Und da sind die Geschützstellungen dann sowieso die ganze Zeit in Betrieb und deshalb sind die auch die ganze Zeit sichtbar. Also es ist mir scheißegal, wo hier ein Geschütz, ob hier irgendwelche getarnten Geschützstellungen stehen. Ich fahre hier einfach durch und dann schießt sowieso irgendeiner auf mich. Dann sehe ich die. Howitzer Station. Alle Geschützstellungen werden sofort getarnt. 10.000. Im Durchschnitt. Da wird noch mehr Anti-Air gebaut. Kommando-Truck hat er getarnt, damit ich den nicht zufällig finden sollte. Hat aber halt sehr wenig Fahrzeuge für ein IBG. Skorpion 2. Gut, die machen jetzt schon gut Schaden. Die sind jetzt nicht ganz so scheiße. Aber ich weiß nicht, ob halt... die Tarnung der beste Freund hier in diesem Turnier ist. Jetzt, da habe ich mich auch wieder gut angepasst. Jetzt schicke ich auch wieder sehr häufig mal Radaraufklärung. Hier, gleich einfach mal so vier Spähdrohnen gebaut. Nichts anderes. Um jetzt mal zu, kurz mal zu gucken, ob hier irgendwelche getarnten Überraschungen auf mich warten. Da prügeln sie sich ein bisschen um die Rüstung. Ich wollte gerade sagen, der hatte gerade keine Lust zu schießen, doch. Und überall Spähdrohnen. Überall Aufklärung. Vom Lasergeneral und vom Luftwaffengeneral. Lasergeneral und der Bossgeneral. Da die nächste kleine Auseinandersetzung. Hier gibt es einen Geschützturmstellung. Stellungskrieg. Hier ein Panzerkrieg. Lass mal gucken. Die Skorpione hier, wenn man die zweimal mit den Trümmern verbessert, sehen die echt irgendwie cool aus. Mit so einem riesen Geschütz, mit so einem riesen Kanonenrohr. Ist irgendwie cool. Ja gut, so viel Schaden machen jetzt auch nicht. Geht. Also dafür, dass die zweimal mit Trümmern verbessert wurden. So ein Challenger ohne Upgrades. Und dafür, dass man die Skorpion 2 überhaupt nicht upgraden kann, außer mit der Instandsetzung. Was ein bisschen lame ist. Klack. Mir kommt es voll, als ob die ja wirklich so ein bisschen genervt worden sind, ne? Diese Anti-Tank-Guns hier, die kamen mir früher ein bisschen stärker vor. Pam. Da kommen die Comanches. Kurz mal gucken, ob er Anti-Air hat. Da sind auch ein paar Quad-Cannons mit drin. Das heißt, die Flugzeuge machen auch nicht so wirklich ihren langen Job. Jetzt ist hier der kleine Panzerkrieg ausgebrochen. Kann man ein bisschen drehen hier. Der Quad Cannon wird hauptsächlich völlig ignoriert. Hauptsache sie jetzt auch immer selber ein bisschen beschießen. Überall diese Aufklärungsdrohnen dabei. Dafür etwas weniger Artillerie. Etwas weniger MLS. Hält sich bisher aber noch einigermaßen gut. Für ein IWG.
Außer diese paar Panzerchen, die jetzt hier kurz mal in Stücke gerissen werden. Jetzt wird hier die Panik eingesetzt, die Panik für Generalzähigkeit. Aber das bringt auch nicht so wirklich viel, weil die MLS lassen sich davon echt wenig beeindrucken. Die fallen einfach weiter hier auf die ganzen Ziele da unten. Das Einzige sind die Panzer und die Humvees, die kurz mal da drauf schießen beim Fahren. Aber das bringt ihr wirklich gar nichts. Darum, ich glaube so ein bisschen, dass der Stealth-General wirklich der schlechteste General ist, den man hier bei diesem Turnier eigentlich nehmen kann. Panik bringt zum Beispiel gar nichts. Da sieht man es. Mikrowellenpanzer machen jetzt auch keinen Schaden bei meinen Fahrzeugen. Und jetzt bin ich mal so fies und baue von allen Fahrzeugen die Spähdrohne. So dass ich einfach, dass ich nichts mehr von mir verstecken kann. Auch hier sind die ganzen Spähdrohnen jetzt draußen. Die Spähdrohnen machen hier in Contra natürlich so gut wie gar keine Aufdeckung. Stealth Detection. Wenn du davon allerdings 500 Stück hast, kann sich davor auch nichts verstecken. Hier hat er jetzt seinen Palast gebaut, was ich zerstören muss. Hat es aber bis jetzt immer noch nicht getan, wofür das Stealth-General eigentlich der halt bekannt ist. Aber die Tarnung bringt nichts, wenn ich den halt beim Aufbauen beobachte und dann sofort einen Beacon platziere, bringt dann die Tarnung auch nichts. Ich weiß immer, wo der Palast steht. Deswegen wird jetzt hier erstmal ganz schön, ich kurz mal alles zerstört, so blub. Hier haben es ein paar Comanches ein bisschen weiter geschafft. Die linke Seite ist jetzt durchbrochen, die rechte Seite ist auch so gut wie durchbrochen. Wir sind jetzt bei den ersten Produktionsfabriken angekommen. Die Mitte wird ständig unter Beschuss gekommen. Noch mehr Verstärkung, noch mehr Einheiten. Weniger Stealth Detection jetzt dabei, weil ich nur noch die Spähdrohnen jetzt benutze. Und ich damit auch so alles sehe. Jetzt muss man sich hier nur noch durch den Palast durchkämpfen. Durch diese ganzen Trümmer. Links hier wird jetzt auch alles zerballert durch die MLS. Flächenschaden for the win. Ja. Hier gibt es noch ein paar Skorpione, die sich irgendwie so mit unter das Volk mischen. Die nächsten Pappstellungen werden kurz mal zerstört, eingerissen. Der Panzer lebt einfach immer noch. Jetzt nicht mehr. Er hat Kopfgeld genommen. Bringt ihm das Kopfgeld was? Nicht so wirklich. Ich habe da jetzt, da hört man gerade die ersten Bomben-LKWs fahren. Hazael haben wir bis jetzt noch. Da haben wir zu dem Thema Hazael. Der wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr so viel reißen wird. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich den überhaupt zerstört habe. Jetzt wird er kurz mal sichtbar gemacht. Habe ich den jetzt gesehen? Ich weiß es nicht. Da wird die Jammer Station gebaut, was im Endeffekt auch nicht so wirklich bringt, weil ich weiß, wo der Teilnehmer steht. Mit den 500.000 Fahrzeugen sehe ich auch die ganze Map. Da habe ich auch gar keinen Nebel. Vor allem mit den 4 Strategiezentren. Habe ich dann auch 4-mal die Intelligenz. Was ja der englische Begriff ist für dieser Geheimdienst. So. Aber erstmal, wie gesagt, erstmal genüsslich alle Gebäude kurz mal einplätten, bis man dann zu dem Palast durchgekommen ist, der immer noch nicht getarnt ist. Wahrscheinlich hat er jetzt gemerkt, oh scheiße, ich habe meinen Palast gar nicht getarnt. Ja super, jetzt ist es zu spät, jetzt sieht das. Da wird der Hazael. Man könnte fast meinen, dass es nur eine Illusion ist. Aber es ist tatsächlich der Echte. Er ist tatsächlich der Echte, der sich durch seine 2 Bomben-LKWs einfach mal selber zerstört hat. Gut, das war zu dem Thema Hazael. Kurz mal 2 Bomben-LKWs daneben geparkt. Und jetzt wird auch der Palast zerstört. Fette Schäden, das Zielgebäude kriegt immensen Schaden. Loch und tschüss. 23, 45, 46 ungefähr. Von der Zeit her sah das auch sehr gut aus eigentlich.
Ich glaube, da muss ich jetzt auch so gut wie fast nichts draufsetzen oder so. Das sah auch alles richtig aus. Ohne dass die Zeit groß asynchron ist. Unten bildet sich langsam der riesige blaue Rechteck des Todes. Ja, ist ein bisschen nervig. Jetzt werden gleich ganz viele Fahrzeuge gestunt. Psst. Ja, und das hält die ganze Scheiße natürlich immer noch weiter auf. Ist, wie gesagt, zum Glück auch das letzte Mal beim GLA-Turnier. Nein. Da wird dann... Da ist das Spiel zu Ende in dem Moment, wo das Zielgebäude fällt. Nichts mehr mit Surrendern oder so eine Scheiße. Einige Leute haben auch gesagt, so, es gibt ja ein paar Leute, Teilnehmer, die das aufgenommen haben. Und dann, dass man das aus ihrer Sicht sieht. Die waren dann auch in der Lobby bei Discord mit noch anderen Leuten drin. Und dann haben sie hier so frech die Vermutung aufgestellt. Ich würde mich daran freuen, dass ich hier jemanden leiden sehe. So wie sie das gesagt haben. Das war mir ganz ehrlich sogar ziemlich egal. Ich fand das sogar ein bisschen nervig, dass derjenige dich aufgegeben hat. Weil ich meine, es ist eh vorbei. Und das, was man jetzt hier noch sieht, ist nur noch Zeit schinden. Und da das hier jetzt auch kein richtiges Match ist, sondern nur ein Turnier, ist es jetzt auch scheißegal, da rubbel ich mir nicht drauf ein, wenn ich jetzt hier gewonnen habe, wenn ich hier sowieso im Vorteil bin mit den 500 Milliarden Einheiten. Wo ist das letzte Gebäude? Da. Da baut er so heimlich eine Factory wieder auf. Ich gucke auf die Karte, wo ist der denn? Da ist was. Nein, das war es immer noch nicht. Ach da, zack. Ich sage da, zack. Dankeschön. Kurz mal die Factory kurz mal außer Gefecht setzen. Wieso man auch irgendwie so ein Billiggebäude aus Sandstein, was keinen Strom hat, ausschalten kann. Mit Mikrowellen, ich weiß es nicht. Er hat noch einen Knecht, der könnte theoretisch jetzt wieder irgendwo an das Gebäude aufbauen, aber nö. Der Steve wurde vernichtet. Die ganze Karte nur noch blau. Units created, Samples collected. Am Ende hat er, glaube ich, auch immer nur so 25.000 Dollar gehabt oder so, oder 22.000. Das Einkommen war jetzt nicht so groß. Er hat am Ende nochmal ganz viele Bomb-LKWs, glaube ich, gebaut, plus Hazael. Ansonsten, ich glaube, das Ziel, den Palast zu tarnen, hat er auch gar nicht gemacht. Ich weiß nicht so ganz, warum er jetzt Stealth-General genommen hat. Der Stealth-General, der, glaube ich, gar nichts bringt in dem Turnier, wenn er 500 Einheiten auf die zukommen. Hm, weiß ich nicht. Da gibt es, glaube ich, bessere. Jedenfalls, das war dann Teilnehmer Nummer 12. Und wir hören uns dann bei den letzten zwei wieder. Bis denn und tschüss.